Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy 12. Schubs mich nicht. Dear Gage. Ja, letztes Mal sind wir hier in Rabanastre angekommen, haben sind jetzt auf der Suche nach Penelo, die komischerweise nicht im Laden erschienen ist von Miguelo. Deswegen gehen wir mal auf die Suche nach ihr und fragen mal den alten Dalan, ob er sie gesehen hat. Das wäre doch mal eine Option. So, ich speichere aber erstmal. Denn sonst ist das ja ein bisschen doof, ne? So. So, genau. Zack, zack. Da ist sie schon wieder. Ach, Schwachsinn. Falsches Dings. Südtor. Bin zum falschen Tor rausgerannt. Aber dank dieser Moxies, also diesem Gerät hier, kann ich ja mich hin und her teleportieren. Jetzt Moxie Unternehmen. Die Moxies sind wieder im Betrieb, Kupo. Die transportieren dich zu den wichtigsten Punkten der Stadt. Und zwar Kratos, Kupo, probierst, kannst du es gleich dort drüben. Siehst du, die Haltestelle ist markiert, Kupo. Der zuständige Mokri steht auch in der Nähe. Sprich ihn an, wenn du eine Runde drehen willst. Obwohl, warte mal. Eine Sache will ich vorher noch machen, bevor wir jetzt Dings gehen, nämlich zum Musur Bazar. Den kennen wir auch schon, weil das ist am Anfang Folge 1 gewesen, wo Wahn den Soldaten hier die Geldbörse da geklaut hat. So, weil lass mich mal hier durch. Ah ne, hier ist er. Der Heini ist das Clanstand. Du scheinst jetzt ja das Okay vom Chef zu haben. Dann freu dich nicht zu früh. So läuft das Leben läuft's im Leben nie. Wenn dein Clanrang sich erhöht, mein Angebot in die Breite geht. Willst du erwerben gute Güter, zeig Monstern, wer des Rechtes Hüter. Tut mir leid, ich rede lang. Schau. Was? Es tut mir leid, ich redet lang. Schau an, was du erwerben kannst. So, und ich kriege hier nämlich Armor. Angriffe konzentrieren sich auf das Ziel. Grünmagie-Lizenz 1. Hier für 2000. Die will ich auf jeden Fall haben. Will ich auf jeden Fall haben. So, jetzt können wir hier schon mal zum Südtor wieder. Weil, warte mal, Armor ist, glaube ich, ein Zauber, den hatte ich, glaube ich, auf der PS2 gar nicht. Aber naja, egal. Hauptsache, wir haben ihn. Ist tatsächlich komplett verschwunden. Ich habe sie nie geöffnet. Hey, Dalan. Klopf, klopf. Alter Sack. Jo. Hi, Dalan. Hast du was von Penelo gehört? Well, well. Look who we have here. Heard you were sent off to Nalpina. And I got out of there as fast as I could. But it was all worth it, Dalan. Here, look at this. My. Quite a treasure you've got there. Well, you know, I couldn't have done it without your help. So, there is more to this gutter churl than first meets the eye. Vaughn, I've an errand, a simple favor to beg of you. I was going to ask that kites to go, but I should think that you ought to do. No, I think you're just the one. There's a fellow by the name of Azalas, and I need you to bring this sword to him. That's...
That's a sword of the old order. Speak my name when you arrive. That should be enough to get you in to see him. I've made a note on your map showing you where he can be found. Mind you, you are to deliver the sword to him personally. I will. Hey, Dal, do you think I could get you to do something for me? I need you to find out where Pinello is. I wanted to show her what I got from the palace, but I haven't been able to find her anywhere. Can you let me know if you hear anything? You can just leave that to me. Thanks, Dallin. What is this? And so it is done, but will it be enough to remind him of what the Order once meant? Okay. Ein Dalmasker-Schwert erhalten. Dieses kleine, rosa, hasenähnliche Wesen, was er da auf dem Schoß hat. Total niedlich, finde ich das. Mal so ganz nebenbei erwähnt. Ah, da steht sie jetzt wieder, die Truhe, hinterm Jungen. Auch mal was. Achso, warte mal. Planbericht. Neue. Genau. Jetzt haben wir hier nämlich noch den Kaktor. Pflanzenmonster Kaktus. Killerfisch. Fischmonster. Gattung Killerfisch. Cockatrice. Vogelmonster. Gattung Cockatrice. Die Karpfenkröte haben wir noch. Und hier Kröte. Vielleicht lese ich mal am Ende des Let's Plays noch ein bisschen das ganze Zeug vor. Magiegeschöpf Gargoyle. Geist. Untot Geisterwesen. Vogelmonster Fledermaus. Untier Kröte. Und Untot Zombie. Insektenmonster Mimik. Insektenmonster Mimik. Insektenmonster Mimik. Weichkörper Kampfpudding. Insektenmonster Mimik. Archadische Armee, imperiale Soldaten. Kategorie Boss. Gattung Flammen-Naturgeist. Das sieht so geil aus. Und Boss, Gattung Rieseninsektenmonster. So. Mal so nebenbei, ne? Hier noch für die Gambits. So. Und dann müssen wir nach da drüben. Währenddessen gucke ich mal hier kurz beim Händler vorbei. Moin. Was verkaufst du denn? Zwiebelpulver, Gegengift und Potion. Naja, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So, ich glaube, hier war das. Naja, genau. Hier rein, hier hoch, da lang. Und dann quer darüber. Genau da beim Typen, der da sitzt. Moin. Ich habe etwas für einen Mann namens Aselas. Der hält sich doch hier auf, oder? Hey, von wem weißt du das denn? Der alte Daran schickt mich. Ich soll die Lieferung persönlich abgeben. Tss, die Ohren dieses Kreises bleibt wohl gar nichts verborgen. Okay. Kannst rein, Kleiner. Doch alles, was du hier hörst oder siehst, behältst du schön für dich. Ist das klar? Ja, okay. Then what do you make of Andor's proclamation? Are you suggesting they fooled even the Marquis? What if a judge killed the king, not the captain? That would explain everything, wouldn't it? In that case, the captain would be brother to a judge. How are we to trust such a man? Now there is the Bosch that I remember. Then will you fight again at my side? His word alone convinces me of nothing.
I'd take his word over that of a mouthpiece Marquis. Then you name Rex liar with him. My brother was no liar! Just the opposite. Rex was the witness they needed. They had to make it appear as if I killed the king. Rex bears no blame. The fates have willed it. So this is Rex's brother. Your words may convince a child such as this, but they weigh far too lightly on the scales for my taste. Our paths will remain separate. Do you not think Amalia worth saving? I hold men's lives in my hands. I must see foes in every shadow. The night we moved against Vayne, he knew. I will not chance such disadvantage again. I must treat you as I would Andor, as I would treat any abettor of the Empire. Then what will you do? Hold me here in chains? Some things never change, do they? Listen to me, Bosh. Your cage may have no bars, but it is a cage. The eyes of the Resistance watch unblinking. Let them watch. I know something of cages. Oh yeah. That's right. Amalia's in the Resistance. Then you know her. Sorta. We met just before we got sent to Nalbana. I've known nicer people. Our paths keep crossing, yours and mine. It's more than coincidence. It's annoying. I'm sorry. Allow me one last annoyance, a favor to ask. I want you to take me to Balthier. Even caged birds need wings. This makes us even. Even? For Nalbana. We couldn't have done it without you. Bosch ist hinzugestoßen. Ja, yay. Wir haben Bosch im Team. Wir könnten ihnen ordentlich was geben, eigentlich. Warte mal. Ja, egal. Erstmal gehen wir mal zu Bald hier. Und die sollen hier irgendwo auch in Rabanastre sein, und ich weiß auch, wo sie sind. Das macht die Suche ein bisschen einfacher. Wir gehen erstmal da rüber. Yep. Und hier kommen wir erstmal an die Oberfläche. Eben zur Oberstadt. So, und das ist sogar die richtige Treppe. Nee, falsche Richtung. Die Richtung um sich. Weil hier in der Taverne sind sie. A lot of kids lost their parents in the war. Mine had already died before that. The plague took them both. I'm sorry. I didn't know. It's okay. It's been 5 years now. After that, I lived with my friend Pinello and her family. Then the war came. I am sorry. You don't have to keep apologizing. Really, it's all right. I know it wasn't your fault. I see that now. You didn't kill my brother. It was the Empire. My brother trusted you. And he was right. Oh ja. Bosch kann man vertrauen. Das ist es nämlich. So, zum Sandmeer. Wir gehen zum Sandmeer. Und zwar... erstmal werde ich die Anstecktafel gucken. Okay, haben wir nichts Neues. Aber wir haben da oben noch jemanden sitzen. Miguel. As I said, a misunderstanding. Misunderstanding? What I am understanding is it took Pinello because of you.
What? What about Pinello? Oh, Vaughn! They've taken Pinello! And there was a note for this Balthier. Come to the Museum of Mines, it said. It's Begamnon. He was in Albina. If anything were to happen to that sweet child, why, I've her parents' memory to consider. You're going to go to her aid, and that's that. That's what you Sky Pirates do, isn't it? I don't respond well to orders. You do know that the Imperial fleet is massing at Bujerba. Fine, then I'll go. You at least have an airship, don't you? Just get me there and I'll find Pinello myself. I'll join you. Huh? I have some business there as well. An audience with the Marquis, by chance? Balthier, just take us, and this is yours. The gods are toying with us. Make yourselves ready. We leave soon. Right. Balthier und Fran sind hinzugestoßen. Erst einmal geht es in die Himmelstadt Bujerba. Die Minen, zu denen wir gerufen werden, liegen dort in den Wolken. Komm zum Luftschiff-Terminal, wenn du alles erledigt hast. Das liegt gleich hinter der hinter dem Westtor. Wirf mal einen Blick auf die Karte. Und vertrödel nicht zu viel Zeit. Wir hauen die Kleine da raus. Aber dann will ich mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Ja, und bevor wir da jetzt in die Himmelstadt Bujerba gehen, werde ich jetzt erstmal ordentlich leveln müssen, weil ich weiß, dass das ziemlich nervig wird, dieser Kampf, beziehungsweise dieser Weg und die Kämpfe dort. Deswegen will ich auf jeden Fall erstmal ordentlich leveln. Und euch kommt das ja auch zugute, weil dadurch kann ich jetzt alle vier leveln. Sprich, Vaughn, Balthier, Fran und Bash. Und ich kann jetzt, weil Bash ja komplett zugestoßen ist, auch gleich mal, das kann ich eigentlich jetzt mal schnell noch machen. Ich meine mal, die 2-3 Minuten habe ich auch noch. Lizenzen für Bash. So, Bash ist nämlich einer der Leute, die dementsprechend auch, ja, sag ich mal, zum Sechser-Team hinzugehört. Und Bash habe ich immer mit Schwert, also mit, ja, genau, hier, Paladin, Schwerter. Eine uneinnehmbare Bastion aus Schwert, Schild und einer massiven Rüstung. Schwerter. Schwarzkunst. Ja, okay. Und ich bin ganz ehrlich, ich war am Überlegen, ob ich Schwerter oder Samurai nehme. Weil Samurai ist auch geil. Ein selbstloser Krieger, der dessen Loyalität zu seinem sehr... Entschuldigung. So, für Katana ist auch ein nettes Ding, Feature. Aber ich würde sagen, weil man kann später ja auch noch ein zweites zuteilen, würde ich für Bash nämlich wirklich Paladin und Samurai nehmen. Weil dementsprechend, also erstmal Paladin, später auch Samurai. Dementsprechend wird Fran als zweites höchstwahrscheinlich dann Schwarzmagie oder so kriegen. Mal schauen. Aber erstmal Paladin soll erstmal für Bash sein. Weil ihn habe ich immer mit Schwert gespielt. Und ich finde, er ist auch, gehört auch zu einem als Schwertkämpfer rein. So. Oh, maximale TP-Wert erhöhen. Gleich auf Anhieb. Rohakereif erstmal. So. Leuchtkäfer. Das erlerne ich auch mal schnell.
So. TP. Ziemlich viel TP-Erhöhung, wie man sieht. Das Ding würde ich gerne haben wollen. Und das hier machen wir auch mal schnell. Zack. Hier nämlich auch gleich mal ein bisschen was. Zack. Ein kritischer Zustand die Abwehr erhöhen. Ja. Und dann machen wir noch eine erste Hilfe und dann haben wir da auch keine Punkte mehr zu verteilen. Machen dich da. Und das einfach so auch. Für ihn machen wir schnell mal den hier. Okay. Ich spare hier. Weil das ist Irrlichter. Das ist eine der, also die erste bald hier Mega-Attacke, sage ich jetzt mal. Ich glaube, wenn ich jetzt hier das mache, habe ich da eine Ecke? Ja, und da habe ich die rote Hydra. Schön. Dazu gehe ich auch später noch ein. Also, aber jetzt würde ich erstmal die Folge beenden. Sag dann mal schon mal tschüss, ciao, euer Livos und bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy 12 The Zodiac Age. Und da werden wir dann etwas leveln. Also tschüss.